Hallo, Herr Polenz. Willkommen zur Republika im virtuellen Exil. Einen schönen guten Tag. Wo sitzen Sie gerade? Ich sitze zu Hause in Münster in meinem Arbeitszimmer, wo ich mich jetzt viel mehr aufhalte als sonst und harre der Dinge, die da kommen, was Corona angeht und wie die weiteren Verhaltensregeln so sein werden. Sie waren mal CDU-Generalsekretär, Sie waren mal Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, Sie waren mal Vorsitzender des ZDF-Fernsehrates, jetzt sind Sie Rentner, aber Sie haben eine zweite oder dritte oder vierte Karriere hingelegt. Was sind Sie jetzt neben Rentner? Ja, also in der öffentlichen Wahrnehmung, was ich an Einladungen zu Diskussionen oder Vorträgen festmacht, werde ich inzwischen immer mehr wahrgenommen als jemand, der sich sehr viel in den sozialen Medien bewegt, bei Twitter, bei Facebook. Wobei es einerseits sicherlich richtig ist, dass ich da ein gewisses Echo habe. Andererseits führe ich die Aufmerksamkeit auch ein bisschen darauf zurück, dass ich das halt im Alter von 73 mache. Und da gibt es vielleicht nicht ganz so viele. Also vergleichsweise die Aufmerksamkeit, die ein 15-Jähriger bekommt, wenn er zum Mathematikstudium zugelassen wird. Gefühlt die Hälfte der CDU ist jünger als Sie. Trotzdem gelten Sie so als die sichtbarste Person der CDU in sozialen Medien. Wie kommt das? Ich meine, Sie sind 73. Also das war jetzt gerade ein schönes Kompliment für die CDU. Leider ist das Durchschnittsalter meiner Partei über 60, aber lassen wir das mal mit dem gefühlten Durchschnitt so stehen. Ich habe damit eigentlich kein bewusstes Problem. Ich mache mir das auch gar nicht so bewusst, weil als Politiker war ich ja auch die ganze Zeit mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt, mit Studenten, mit viel Jüngeren. Und wir haben Kinder, wir haben Enkel. Also das ist, glaube ich, nicht prinzipiell eine Frage des biologischen Alters. Ist es nicht trotzdem ein Unterschied, wenn man sein Leben lang als Politiker top-down kommuniziert, die klassischen Medienmechanismen sehr genau kennt und auf einmal im Netz auf Augenhöhe aktiv ist? Das ist sicherlich in mancher Hinsicht ein Unterschied, wobei das mit dem top-down kommunizieren für einen Abgeordneten, das ist auch so eine Sache. Also man macht schon sehr, sehr viel direkte Versammlungen, hat Besuchergruppen, mit denen man eine Stunde diskutiert, 50 Leute. Ich hatte im Laufe meiner Bundestagszeit 20.000 Menschen zum Parlamentsbesuch eingeladen, A50, und mit jeder Gruppe eine Stunde diskutiert. Also man ist schon auch sehr viel im sehr direkten Gespräch, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe. Aber was sich natürlich geändert hat und was man sich wirklich bewusst machen muss, ist die Reichweite. Also wenn ich früher nach Hause kam, meine Frau hat gefragt, wie war's denn? Da sage ich, oh, war gut besucht. Ja, wie viele waren denn da? Ja, so 50. Und das ist für eine politische Veranstaltung, wenn es jetzt nicht gerade ein ganz prominenter Mensch ist, der dazu einlädt, in der Tat, glaube ich, eine gute Quote. Und wenn ich mir heute anschaue, Twitter meldet ja auch zurück Reichweiten von Tweets, ja, dann geht das in ein Vielfaches. Wie sind Sie eigentlich ins Netz gekommen? Und wahrscheinlich haben Sie vorher schon das Netz konsumiert. Wie sind Sie dann aktiver Netzbewohner geworden? Ja, also das hängt auch mit meinem Verständnis von Abgeordnetenarbeit zusammen. Ich war mir immer sehr bewusst, dass ich ein Leben führe, was sich vom Leben der meisten Menschen, die ich repräsentiere, die mich nach Berlin gewählt haben oder vorher nach Bonn, dass mich mein Leben da sehr unterscheidet und dass ich mir ein Bild davon machen muss, wie die Menschen leben, die ich vertrete. Deshalb macht man Firmenbesuche oder man besucht die Bahnhofsmission. Und ich habe aber dann gemerkt, das war so um 2010 rum, dass Menschen immer mehr ihrer Lebenszeit in Social Media, damals vor allen Dingen Facebook, zubringen. Und ich hatte davon keine Ahnung. Und dann habe ich meinen Sohn gebeten, mir einen Account einzurichten und habe dann erstmal so geguckt. Und dann kam die Sarrazin-Debatte, an der ich mich sehr engagiert beteiligt habe. Ich hatte schon das Interview in Lettre International gelesen, mich fürchterlich drüber aufgeregt. Und dann hatte ich die ersten 5.000 Follower auf Facebook relativ schnell beieinander und bin aber bis voriges Jahr nur auf Facebook geblieben. Und hatte dann am Ende so um die 20.000, die das verfolgt haben in der einen oder anderen Form. Und ich bin immer mal wieder gefragt worden, warum machst du nicht auch was auf Twitter? Und da habe ich
gesagt, also mit den 140 Zeichen oder später den 280, da kriegt man irgendwie Argumente nicht so richtig rüber. Aber dann habe ich mich überzeugen lassen, habe dann im März letzten Jahres auf Twitter angefangen und war dann überrascht, sicher, ich hatte das auf Facebook ein bisschen beworben, man könnte mir jetzt auch auf Twitter folgen, aber und dann kamen relativ schnell ein paar tausend Follower zusammen, aber dann ging das eben sehr schnell in ganz andere Dimensionen. Und das führe ich einmal auf ein paar eher prominentere Diskussionen zurück, an denen ich mich beteiligt habe, vor allen Dingen damals an der Diskussion um das Riso-Video, das erste. Und ja, so hat sich das ergeben. Und es gibt natürlich auch, vielleicht kann man da auch noch drüber sprechen, wenn Sie das interessiert, eine ziemlich intensive Wechselwirkung zwischen dem, was im Netz passiert und was sich nachher in den klassischen Medien wiederfindet. Wie sehen Sie die oder wie nehmen Sie die wahr? Also ich kenne die Mechanismen, aber nehmen Sie die wahr? Ja, also ich hab das schon auf Facebook wahrgenommen. Also es gab manche Posts, die tauchten dann in der Süddeutschen oder im Spiegel auf, weil sie natürlich öffentlich waren, war es ein freigegebenes Zitat. Und das ist ja einer der Gründe, weshalb Journalistinnen und Journalisten gerne auf soziale Medien zurückgreifen, wenn sie nach Zitaten suchen. Sie wissen ja auch ungefähr, in welche Richtung wer argumentiert. Wenn Sie das per Telefon machen, dann kriegt man die Leute erst nicht, dann wollen sie es freigegeben haben. Also man braucht irgendwie eine halbe Stunde, um den gleichen Effekt zu haben. Und das ist meines Erachtens der Hauptgrund, weshalb Journalistinnen und Journalisten eben auch sehr viel im Netz sind, insbesondere auf Twitter. Und dann eben auch schauen, die Debatten dort verfolgen, auch weil sie einen Eindruck bekommen, jedenfalls was ein Teil der Gesellschaft gerade politisch so diskutiert und wie er das macht. Aber das ist ja auch ein Albtraum jeder Pressestelle. Ne? Also früher hatte man zumindest das Gefühl, man hat eine gewisse Kontrolle über das, was man aus einer Fraktion, aus einer Regierung raus kommuniziert. Und auf einmal gibt es sehr viele Hinterbänkler, die sehr prominent werden, obwohl sie eigentlich weniger zu sagen haben in den Machtzirkeln. Wie nehmen Sie das wahr? Also ist das ein Kulturwandel, der da stattfindet? Muss man da durch oder wird das nochmal zurückgehen? Nee, zurückgehen, glaube ich, wird gar nichts. Es wird sich irgendwie immer weiter nach vorne ändern, aber das ist, glaube ich, eine ganz allgemeine Lebenserfahrung. Irgend so ein Philosoph hat mir gesagt, man steigt nie zweimal in den gleichen Fluss. Also zurück geht nichts, aber wir haben hoffentlich die Chance, die Entwicklung, die wir jetzt vielleicht auch als etwas problematisch ansehen müssen, zu korrigieren oder einzuhegen, wie immer man das ausdrücken will. Denn es ist ja nur ein Aspekt, den Sie beschreiben, dass sich da jetzt jeder tummeln kann. Das ist erstmal prinzipiell gut. Wir haben Meinungsfreiheit durchs Grundgesetz garantiert und jetzt kann quasi jeder auch noch seine eigenen Anführungszeichen Zeitung oder sein eigenes Radio im Internet machen. Also das ist sozusagen eine Ausweitung des Grundrechts. Aber leider wirken die Logiken der Plattformen, auf denen das möglich ist, nicht unter demokratieförderlichen, sondern unter kommerzfreundlichen Aspekten. Und das ist nicht nur nicht dasselbe, sondern die Kommerzorientierung führt durch ihre, jetzt aus der Sicht der Betreiber, Nebeneffekte zu politischen Verwerfungen. Können Sie das mal näher beschreiben, was das für politische Verwerfungen sind? Das Geschäftsmodell ist ja relativ einfach. Je länger jemand bei Facebook oder Google oder Twitter unterwegs ist, umso, also vor allen Dingen Facebook und Twitter, umso mehr kann man den eigenen Werbekunden sagen, ich habe die, und umso größer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie von der Werbung was sehen. Dann kommt der zweite Gedanke, ich bleibe dann länger irgendwo, wenn ich mich bestätigt fühle, wenn ich dauernd nur Gegenwind bekomme, dann wechsle ich den Standort. Und das führt dann dazu, dass die Algorithmen in der Auswahl der anderen Statements, Postings, Tweets, die ich in meine Timeline bekomme, als ein grundlegendes Auswahlkriterium haben, dass A, interessiert ihn, und B, das entspricht im Großen und Ganzen seiner Meinung. Und dadurch kommt es zu diesen
Blasenbildung, wobei ich den Begriff Echoraum besser finde, weil wer mal in den Bergen war und konnte mit seiner Stimme ein Echo erzeugen, der weiß, wie mächtig diese Stimme dann auf einmal klingt. Und das ist das, was dann auch zur Radikalisierung mit beiträgt, weil diejenigen, die vorher vor diesen Möglichkeiten einzeln waren oder zu zweit mal beim Kegelclub, und da haben die Leute gesagt, na ja, der redet immer so und lass mal und jetzt geh mal wieder, du bist dran mit Kegeln, kommt der jetzt und sieht, es denken doch viel mehr auch so als ich, und das verstärkt. Also diese Effekte sind ja vielfach beobachtet und beschrieben, und bisher steht so ein bisschen wie eine Wand vor einer vernünftigen Beschäftigung mit diesem Phänomen, dieser Grundsatz. Also im Internet, da wollen wir überhaupt im Grunde nichts regeln. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, über den wir auch weiter nachdenken müssen. Also als jemand, der seit über 15 Jahren Netzpolitik.org betreibt, kann ich das eigentlich nur nicht bestätigen. Also die Debatte soziale Medien regulieren wurde im Netz schon viel früher geführt als in der Politik. Und sagen wir mal ein bisschen überspitzt gesagt, gab es schon sozusagen diese Debatte, als viele Politikerinnen und Politiker noch dabei mit beschäftigt waren, sich ihre Facebook-Seiten für den nächsten Wahlkampf herrichten zu lassen, in der Regel von Facebook-Lobbyisten. Ja, einverstanden. Aber wir haben es sozusagen nicht geschafft, in der Sache weiterzukommen. Würden Sie mir da zustimmen? Da stimme ich Ihnen zu, weil das Problem ist noch ungelöst. Ihre Analyse teile ich, aber ich hätte trotzdem noch mal eine Rückfrage. Wenn man sich die lange Linie anschaut an gesellschaftlicher Entwicklung, gab es diese Polarisierung schon vorher, oder welche Rolle sehen Sie durch das Aufkommen von sozialen Medien bei der Frage von Polarisierung? Also ich glaube, die Polarisierungsgründe liegen auch durchaus jenseits des Netzes, in Reaktion auf Unsicherheiten, die durch die Globalisierung kommen, auf soziale Verwerfungen in einzelnen Gesellschaften, auf Fehlfunktionen demokratischer Institutionen, die zu Vertrauensverlusten führen. Also da gibt es eine Fülle von Gründen, weshalb populistische Bewegungen, die natürlich von der Polarisierung leben, an Zustimmung gewinnen. Das Netz ist insofern einmal Verbreiter dieser Stimmung und es bündelt sie auch und führt sie damit auch zu einer neuen Qualität. So würde ich es vielleicht beschreiben. Und trotzdem hat das Netz ja auch sehr viele Vorteile. Das ist ja die Ambivalenz der Debatte, die wir auch immer auf einer Republika führen. So, ne? Auf der einen Seite leben wir alle darin. Wir fühlen uns wohler durch das Netz. Auf der anderen Seite sehen wir diese ganz negativen Auswirkungen. Also wir wollten natürlich, um Gottes Willen, nicht mehr darauf verzichten. Wir würden ja auch gewaltige Wohlstandsrückschritte haben, wenn wir sagen, also das mit dem Netz hören wir auf. Das geht natürlich nicht. Aber die Frage ist, da müssten mir auch dann Fachleute mehr sagen. Also ich habe mir mal so laienhaft vorgestellt, man könnte ja in Sachen Transparenz der Algorithmen versuchen, weiterzudenken, damit wenigstens klar ist, nach welchen Prinzipien im Wesentlichen ausgesucht wird. Das wissen ja viele nicht. Und das Zweite wäre, ob man nicht auch regulieren, ist jetzt ein allgemeiner Ausdruck, kann, dass die Algorithmen verpflichtet werden, einen bestimmten Prozentsatz an Dingen in die Timelines zu bringen, die eben nicht unter diesem Auswahlkriterium gefunden worden sind. Ja, das sind jetzt zwar aus meiner Perspektive zwei verschiedene Sachen. Das eine ist erstmal, wie kriegt man eine größere Transparenz hin? Da argumentieren die Plattformen, naja, wir schreiben dann demnächst drauf, welche Parameter denn notwendig oder sind oder in das Kochrezept des Algorithmus, ein bisschen überspitzt gesagt, irgendwie reinfließen. Das sagt aber noch nicht genau aus, wie dann die Zusammensetzung aussehen wird. Dafür brauchen wir wahrscheinlich Regulierungsbehörden. Und das Zweite, was war das Zweite nochmal? Ja, das Zweite ist, dass man eben auch
Dinge in seine Timeline bewusst eingespielt bekommt, die jetzt nicht nach dem Motto, wer das kauft, kauft auch das, laufen, sondern überlegen Sie doch mal, ob Sie sich nicht auch mal für was ganz anderes interessieren würden oder auch mal eine ganz andere Position akzeptieren würden. Es scheint doch so zu sein, wenn ich das richtig verfolgt habe, dass jetzt im Zuge der Corona-Krise die Algorithmen so umgestellt worden sind, dass bestimmte Fake News, die die Leute beunruhigen könnten oder die sich jetzt die Pressekonferenz von Trump mit dem Desinfektionsmittel zu lebensgefährlichen Aktionen veranlassen könnten, dass das rausfliegt. Und wenn das möglich ist, dann könnte man natürlich in eine Debatte kommen über diese Fragen, wie kriege ich sozusagen ein ausgewogeneres Meinungsspektrum in die jeweiligen Timelines? Das wäre die Frage. Ich weiß nicht, ob das ein Weg ist, aber es könnte einer sein. Ja, ist auf jeden Fall ein Weg, der häufig diskutiert wird, wo wir auch noch nicht so die richtig tollen Antworten gefunden haben, weil das natürlich auch ein paar Probleme mit sich bringt. Ne? Wenn man erstmal den Anspruch hat, sagen wir mal, ich glaube, durch einen Medienstaatsvertrag sollen Plattformen verpflichtet werden, x Prozent, ich glaube 30% auch für sogenannten Qualitätsinhalte bereitzustellen, dann ist ja allein schon die Definition, was ist Qualitätsinhalt, eine große Frage. Gehören da Rezos neue Videos dazu oder netzpolitik.org oder ist das die Bildzeitung, die traditionell irgendwie Qualitätsinhalt darstellen soll? Ja. Also ich glaube, ich bin Jurist. Ich glaube, das kann man nur formal bestimmen, nicht letztlich inhaltlich, weil dann sind sie bei ganz starken, auch manipulativen Eingriffen. Das geht nicht. Aber formal kann man schon, ich sag mal, überlegen, welche Pluralitätsregeln sich aufstellen lassen. Also jetzt mal ganz simpel. Könnte man sagen, es muss einfach nur eine bestimmte Bandbreite von Quellen dabei sein. So, und dann bleibt aber offen erstmal, welche es sind, oder man definiert da bestimmte Dinge formal. Also inhaltlich vorgegeben geht, glaube ich, nicht. Das wäre, glaube ich, mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Dann ist nur die Frage, würden wir als Nutzer oder als Nutzende das auch gut finden, wenn Plattformen sozusagen in die Richtung reguliert werden würden. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden dann die ganze Zeit Bildzeitungsinhalte in Ihre Timeline bekommen, weil der Algorithmus denkt, er würde jetzt mehr Vielfalt abbilden müssen. Ja, ist richtig. Also ich glaube, das ist natürlich ein Problem und wir haben noch keine Lösung, sonst wäre es ja auch schon anders. Ich glaube, der zweite, also aus meiner Sicht, der zweite wirksame Weg ist, Qualitätsjournalismus im Netz zu stärken. Und das ist ein weites Feld, weil bisher, wenn ich das richtig sehe, eigentlich nur der Qualitätsjournalismus bei den Öffentlich-Rechtlichen zukunftssicher und auskömmlich finanziert ist. Alles andere ist aus meiner Sicht inzwischen ziemlich unsicheres Geschäftsmodell geworden. Und wir brauchen aber diese einordnende, faktencheckende Funktion von Journalisten im Netz eigentlich noch dringender als vorher. Sie sind ja jetzt selbst irgendwie so unter die Journalisten gegangen mit RUMS, einem lokalen Online-Portal für Münster, wo Sie sozusagen eine der ersten Unterstützer waren. Ist das eigentlich ein nicht kommerzielles Geschäftsmodell, was Sie da aufbauen? Und können Sie mal kurz RUMS beschreiben? Also ich bin angesprochen worden, ob ich für diese Initiative RUMS steht für Rund um Münster und hat noch den netten Nebeneffekt, dass MS ja das Autokennzeichen von Münster ist. Und die Idee ist, ergänzenden Online-Jokal-Journalismus zu machen. Das ist sozusagen das inhaltliche Geschäftsmodell. Wir haben in Münster eine gute Lokalzeitung, Westfälische Nachrichten, aber wir sind inzwischen zu einer Einzeitungsstadt geworden. Das war früher anders, da gab es noch die Münstersche Zeitung. Und um wieder zu etwas breiterer Pluralität zu kommen, da fand ich diese Idee sozusagen prinzipiell gut, weil ich bin immer für Vielfalt. Und die Idee ist jetzt erst einmal über einen zu abonnierenden Brief Reichweite zu erzeugen und im Ergebnis soll dann aber sich dieser Brief durch Abos finanzieren. Das ist die offene Frage, ob das gelingen wird.
Die Rums ist werbefrei konzipiert und will von Abos letztlich leben und hofft, dass die Berichterstattung, die Artikel, die Kommentare, die da drin sind, so interessant sind, dass ein moderater monatlicher Abopreis erzielbar ist, weil Münsteranerinnen und Münsteraner sagen, das ist doch ganz interessant und so teuer ist es nicht, ich abonniere das mal. Ja, wenn man sich so die Krise des Qualitätsjournalismus im Netz und außerhalb des Netzes anschaut, dann sehen viele in der Zukunft eine Chance in gemeinwohlorientierten, gemeinnützigen Journalismus. Aber in Deutschland ist Gemeinnützigkeit oder das Gemeinnützigkeitsrecht noch nicht auf Journalismus ausgerichtet. Mit anderen Worten, es gibt eine ganze Menge Sachen, die gemeinnützig sind, aber solche Initiativen wie RUMS oder auch netzpolitik.org erstmal per se nicht. Wären Sie oder würden Sie eine Initiative unterstützen, die sich dafür einsetzt, dass solche Medien Gemeinnützigkeitsstatus erhalten können in Deutschland? Also ich hätte damit nicht nur kein Problem. Ich fände das gut, wenn es denn hilft. Ich habe mich damit zu wenig beschäftigt. Ich weiß, was damit verbunden ist, wenn ein Verein Gemeinnützigkeit anerkannt bekommt, dann kann er Spenden sammeln und diejenigen, die spenden, können das steuerlich geltend machen. Ansonsten muss natürlich das Geschäft auch Einnahmen generieren, außerhalb von Spenden. Es würde sicherlich die Spendenmöglichkeit erleichtert, aber ich weiß nicht, ob da schon mal der Versuch gemacht worden ist. Ich muss das mit den RUMS-Leuten aber besprechen. Sie gründen sozusagen machen es nicht über eine GmbH, sondern über einen Verein und beantragen Gemeinnützigkeit. Ob das klappt, ich weiß es nicht. Ja, also da gibt es schon diverse Organisationen und Medien in Deutschland, die sich zusammengeschlossen haben, um halt so ein Gemeinnützigkeitsrecht für Journalismus zu fördern. Also ich finde das eine gute Idee, weil es sozusagen aus dem Dilemma rausführt, wer zahlt, schafft an. Ja, also es gibt ja andere Überlegungen, wo der Staat über irgendwelche mehr oder weniger direkten Zuwendungen diese Form von Journalismus fördern soll. Aber das Problem ist halt dann auch immer der damit möglicherweise verbundene Einfluss. Deshalb bin ich bei diesem Gedankenstrang eher skeptisch. Also da würde mir das mit der Gemeinnützigkeit und damit eben der besseren Möglichkeit, sich aus allgemeinen Zuwendungen, um das mal so auszudrücken, zu finanzieren, besser gefallen. Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Sie gehören zu der älteren Bevölkerungsgruppe, die eigentlich jetzt noch mehr zu Hause sein muss. Können Sie mal quasi der jüngeren Generation beschreiben, wie sich das anfühlt, so in so einer ungewissen Pandemie leben zu müssen? Ja, man merkt, dass man als Mensch wirklich ein soziales Wesen ist. Und dass Dinge, die man im normalen Alltag gar nicht so registriert hat, wie ich treffe Menschen, die an mir vorbeilaufen, gucke die an, die gucken vielleicht zurück, vielleicht auch nicht, dass diese ganzen Alltagsbegegnungen, auch wenn sie flüchtig sind, die fehlen. Die Möglichkeit, sich einfach in ein Café zu setzen, Zeitung zu lesen und zu gucken, wer noch so alles da ist. Also dieses Element fehlt. Auch das Einkaufen, was ja eigentlich immer auch mit einem gewissen Vergnügen verbunden sein kann, fällt quasi aus. Und dieses, hoffentlich stecke ich mich nicht an, ist doch ziemlich dominant, muss es auch sein, damit eben die Menschen sich nicht leichtsinnig verhalten. Das ist, sagen wir mal, das eine. Das andere jetzt für mich persönlich. Ich bin jetzt aktiver beim Homeschooling für meine Enkel eingebunden. Unser Ältester geht in München in die Schule und ich bin jetzt sozusagen sein Geschichtslehrer in Verbindung natürlich mit dem, der ihm online die Aufgaben stellt. Und ich habe mich jetzt wieder mit Bismarck, der Reichsgründung und dem Preußisch-Österreichischen Krieg beschäftigt. Also solche Dinge machen mir auch Spaß. Die wären sonst so sicherlich nicht zustande gekommen.
Und ich sehe bei meiner Frau, die eben jetzt den jüngeren Enkeln jeden Abend um 19 Uhr über Zoom oder Skype, ich weiß nicht, welche Plattform sie da nimmt, die Gute-Nacht-Geschichte vorliest und die Kamera dann so hält, dass die Kinder auch die Bilder in dem Buch sehen können. Und das ist inzwischen jetzt eine so feste Tradition bei unseren Kindern, dass es A, ein bisschen entlastet und uns eben auch einen regelmäßigen Kontakt ermöglicht, den wir sonst gar nicht unbedingt immer so hatten. Was können Sie? Also wir haben uns viel gesehen, aber halt jetzt ist es schon zwar nur noch elektronisch, aber zeitlich häufiger. Was können Sie anderen älteren Mitmenschen empfehlen, die vielleicht das Internet bisher aus diversen Gründen noch nicht so in ihr Leben integriert haben, jetzt zu Hause sitzen, vielleicht auch Internetzugang über den Videotext hinaus haben? Ja, ich habe eine nette Geschichte gelesen auf Twitter. Glücklich diejenigen, die ihren Eltern noch auf dem Sofa erklärt haben, wie Zoom funktioniert. Am Telefon ist das viel schwieriger. Aber das wäre der erste Rat. Man sollte sich irgendwie dabei helfen lassen, die Möglichkeiten der Bildtelefonie, ich nenne das jetzt mal untechnisch so, wirklich nutzen zu können, weil das hilft enorm. Und da glaube ich allerdings, dass sehr viele Ältere das auch bisher schon über Skype oder FaceTime oder so mindestens in einer bilateralen Beziehung gemacht haben. Das ist das eine. Das zweite, man sollte sich schon auch irgendwas suchen, womit man sich jetzt selber beschäftigt. Das kann natürlich Lesen sein, das mache ich auch. Aber ich habe jetzt halt auch immer mal wieder was zu schreiben für Rums, oder ich hatte jetzt endlich meine Geschichten für die Kinder, für die Enkel fertig. Da hat meine Frau jetzt illustriert, da ist jetzt so ein kleines Buch für unsere Enkel daraus geworden. Also solche Sachen machen. Und dann ist eins natürlich auch ganz wichtig, man muss aufpassen, dass man sich nicht zu wenig bewegt. Und na gut, in meinem Alter trainiere ich nicht mehr für den New York Marathon, aber ich gehe schon mit etwas schnellerem Tempo jeden Tag mindestens 35, 40 Minuten spazieren. Nun haben Sie schon angesprochen, eine Möglichkeit wäre, älteren Menschen Videotelefonie beizubringen. Was können wir als jüngere Generation dazu beitragen? Einerseits Risikogruppen, wo Ältere auch drin sind, andererseits auch Ältere, vielleicht Vereinsamtere, dabei zu unterstützen in dieser Zeit? Es gibt ja eine ganze Menge Initiativen, gab es auch früher schon, sozusagen einsamen Menschen zu helfen. Und da ist jetzt natürlich über diese Form der Gesprächsmöglichkeiten nochmal was Neues entstanden. Aber schwierig ist sicherlich, wie bringt man diejenigen, die bereit wären, zuzuhören, mit jemandem zu reden, mit denjenigen zusammen, die diesen Gesprächsbedarf haben, aber irgendwie gar nicht mehr wissen, wo sie das loswerden können. Und das war ja auch ganz am Anfang der Corona-Geschichten das Problem, dass es im Netz sofort viele gab, die gesagt haben, wir kaufen ein und Nachbarschaftschallenge und. Dass aber diejenigen, die das brauchten oder brauchen würden, gar nicht im Netz waren. Und das war eine der ersten Aktionen. Ich habe da zusammen mit Frau Weißband, die auch für Rums mit Kolumnen schreibt, sie lebt ja auch in Münster, die frühere Geschäftsführerin der Piratenpartei, und jetzt ist sie bei den Grünen. Und wir haben ein Plakat entwickelt, was man sich im Internet runterladen konnte und ausdrucken, um es dann ins Treppenhaus oder in Supermärkte oder was weiß ich wohin zu hängen, wo die Menschen, die da analog unterwegs waren, sehen konnten, welche Hilfen es im Internet gibt. Inzwischen ist das, glaube ich, dieses Problem weitergehend gelöst. Aber diese Frage, wie matche ich das, die bleibt. Und da bietet das Netz aber auch zusätzliche Möglichkeiten. Das wäre dann ein Thema vielleicht für eine andere Runde. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute bei uns waren. Wir wollten Sie eigentlich auf der realen Republika haben, vielleicht ein anderes Mal. Ja, wäre ich auch gerne gekommen. Ich hatte mich riesig über die Einladung gefreut, aber irgendwie zeichnet sich ja ab, dass es
nicht so klappen würde. Und jetzt ist es ja eine ganz neue Premiere. Ich wünsche viel Erfolg. Bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte. Ja, vielen Dank und bleiben Sie gesund. Tschüss. Dankeschön. Alles Gute.